Und dann möchte ich nochmal zu dem Thema kommen, Unterschied zwischen Kundenservice und Customer Experience, weil Customer Experience, also Kundenerfahrung, Customer Journey, das sind so Buzzwords, die unglaublich durch die Gegend geistern und ich glaube, die allerwenigsten haben nur richtig verstanden, worum es dabei eigentlich geht. Also, unheimlich wichtige Sachen, deswegen auch rot und grün und so weiter geschrieben hier. Also, der erste Punkt, der erste Grund hier, warum du eine Sache immer wiederkehrend kaufst und sozusagen hier ohne Treuepunkte oder irgendwelche Treuemodelle oder Abo-Modelle immer wieder das Gleiche kaufst beim gleichen Kunden, beim gleichen Geschäft oder so, ist Schnelligkeit. Ja? Wir wollen einfach nur schnell zum Ziel kommen. Ja? Bestes Beispiel: Fast Food, ja, McDonald's. Ist McDonald's qualitativ hochwertig? Ist McDonald's luxuriös? McDonald's ist nicht mal besonders günstig. Also, wer sagt, McDonald's ist günstig, der hat keine Ahnung, ja, was das Essen wert ist, was du da bekommst. Ja. Und so bei der Customer Experience weiß ich nicht so richtig. Auf jeden Fall, es ist einfach schnell, fertig, Ausschluss, basta. Ich habe Hunger, ich will sofort essen, zack, 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 zack. Ja. Insgesamt Mittagspause in 5,5 Minuten erledigt. Punkt. Ja. Ich habe oder eine Familie geht rein mit 5, 6 Kids, ja, die wollen schnell ihre Päckchen und so weiter. Die wollen dann nicht keinen langen Stress, nichts machen. Ja. Eine Mutti, die mit 5 Kindern kochen müsste, die bräuchte den ganzen Tag nur für die ganzen Vorbereitungen. Also schnell, Speed, ja, das ist kann ein Grund sein. Dann günstig, billig, ja. Einfach letztendlich, warum ist Aldi, hat Aldi und Lidl so einen Wahnsinnserfolg? Ja, also die jetzt dann die Stiftungen sind und letztendlich die ganze Welt erobert haben. Ja, du kriegst ja heute teilweise, kannst du irgendwie nach Südamerika fahren und findest einen Aldi und einen Lidl. Ja, einfach weil günstig. Ja, ja es ist nicht irgendwie besonders. Schnell, okay, so ein bisschen manchmal, ja, manchmal nicht, je nachdem, bei welchem Aldi Lidl du bist und so weiter, Qualität, ja, es passt, ne? Also im Vergleich zum Preis, aber hauptsächlich ist es günstig, ja, schnell und günstig, okay. Luxuriös, ja, es kann sein, dass du halt irgendwo so ein ganz besonderes Feeling bekommst, weil du halt einfach dieses luxuriöse Gefühl, ja, irgendwie bringst dann zum Beispiel immer wieder dein Date dorthin, deine Frau oder deine Verlobte und so weiter, immer wieder an ganz bestimmten Orten, die halt extrem luxuriös sind, weil mit einem sehr guten Wein und so weiter, weil du halt dann weißt, dass sie halt dann schön sanft ist und so weiter. Also das luxuriös, ja. Oder halt einfach, du fährst einfach einen Porsche, weil du genau weißt, du erntest einen Haufen Blicke, ne? Es gibt dir Anerkennung und Status und du fühlst dich besser danach und so weiter, ne?